Ja, guten Tag. Ich erzähle wahrscheinlich keine Binsenwahrheit, wenn ich sage, dass sich im öffentlichen Beschaffungsrecht immer wieder unerwartete Rechtsfragen stellen. Ich war heute Vormittag in der Fachsession bei den Lawyern, Ask a Lawyer, und es war für mich wieder eindrücklich, wie eine scheinbar banale Frage eben dann einigermaßen knifflige, komplexe Fragen aufwerfen und nach sich ziehen kann, die auch durch die kompetenten Referenten nicht ganz unkontrovers dann beurteilt worden sind. Immerhin gibt es wahrscheinlich in einigen Bereichen unterdessen einigermaßen Sicherheit, was gilt. Ich denke etwa an Anwendung von Eignungs- und Zuschlagskriterien, da hat die Praxis schon sehr viel geleistet. Es gibt aber vor allem auch die Frage des objektiven und subjektiven Geltungsbereichs des Vergaberechts. Die wird in der Literatur als un problème décidément complexe beschrieben, als ein ungelöstes Problem. Wir haben heute das Thema Zukunft der IT-Beschaffung und ich bin hier gespannt, was die Zukunft bringen wird, einerseits im Rahmen der Gesetzgebung, aber auch in der Gerichtspraxis. Ich möchte diesen Blick auf die Zukunft mit einer Standortbestimmung oder einer Standortvorname beginnen. Ich mache dies eher aus einer Froschperspektive. Wir haben heute Morgen über das Bundesgesetz, über den Entwurf des neuen Bundesgesetzes einiges gehört. Ich tue das jetzt bewusst eher aus der Perspektive einer Person, die sich auf kommunaler oder kantonaler Ebene mit vergaberechtlichen Fragen befasst. Und ich möchte eigentlich ein besonderes Thema herausgreifen, das ist nämlich die Frage der Unterstellung eines Geschäfts oder der Beteiligten unter das Vergaberecht, wenn Gemeinwesen in irgendeiner Art zusammenarbeiten. Das sind so Stichworte wie etwa Inhouse, quasi Inhouse, In-State, Geschäfte, das sind so punktuelle Situationen, die hier angesprochen werden. Was mich eigentlich interessiert, ist die Frage, ist ein System, eine Art Grundsatz erkennbar hinter diesen Konstellationen, der vielleicht ein verbindendes Element darstellt und der uns auch möglicherweise hilft, andere Konstellationen noch zu lösen. Ich beginne deshalb ganz bewusst mit einigen ganz allgemeinen, grundsätzlichen Hinweisen. Wenn wir uns die Frage stellen, ist Vergaberecht in einem konkreten Fall anwendbar, können wir das anhand eines Prüfschemas in vier Schritten prüfen. Wir können einmal fragen, ist die subjektive Unterstellung gegeben, also ist eine bestimmte Stelle, ein Auftraggeber subjektiv dem Vergaberecht unterstellt. Nächste Frage, wenn das zutrifft, ist das konkrete Geschäft, um das es geht, ist das in objektiver Hinsicht unterstellt, das ist die Frage des objektiven Geltungsbereichs. Wir kommen dann zur Frage der Schwellenwerte, die eben bestimmte Aufträge kategorisieren und nur für bestimmte Werte eben ein bestimmtes Verfahren auch vorsehen. Und schließlich kennen wir Ausnahmebestimmungen, die Möglichkeit einer Freihandvergabe unter ganz besonderen Umständen. Wenn wir jetzt die Ausgangslage ansehen für ein Gemeinwesen, die subjektive Unterstellung ist in aller Regel keine Frage. Das Beschaffungsrecht ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, das klassische Anwendungsfeld des Vergaberechts ist eben die Beschaffung des Gemeinwesens auf dem Markt. Wir haben gelegentlich, nicht überall, wir haben teilweise Positivlisten, aber beispielsweise im Kanton Bern haben wir eine Regelung zur objektiven Unterstellung, die sehr kategorisch ist. Also alle Arten öffentlicher Aufträge, sagt unsere Verordnung über öffentliche Beschaffungen, sind dem Vergaberecht unterstellt. Wir haben allerdings im geltenden Recht keine Legaldefinition des öffentlichen Auftrags oder der öffentlichen Beschaffung. Wir haben bislang auch keine explizite Regelung für Aufträge im staatlichen oder staatsnahen Bereich. Und dennoch besteht wahrscheinlich weitgehender Konsens, dass eben in bestimmten Konstellationen, hier nochmal in-house, quasi in-house, in-state, solche Geschäfte vergaberechtsfrei getätigt werden können. Kann sich jetzt fragen, wenn wir ausgehen vom Begriff des öffentlichen Auftrags, was ist überhaupt ein solcher Auftrag? Es gibt in der Praxis und in der Lehre unterschiedliche Definitionen. Die klassische Vorstellung, ich habe hier ein Zitat aus einem Bundesgerichtsentscheid,
wiedergegeben. Die geht so davon aus, das Gemeinwesen tritt auf den Markt als Nachfrager. Es gibt dann hier Produzenten oder Lieferanten, bei denen sich das Gemeinwesen bedient. Martin Baylor hat in seiner Habilitation eine eher funktionale Umschreibung vorgeschlagen, die eben die Funktion der Beteiligten in den Vordergrund rückt, sind eigentlich dieser Definition, die enthält fünf Elemente. Punkt 1, es ist ein synalagmatisches Rechtsgeschäft, also es geht um einen Austausch von Leistungen, das ist in der Regel in der Form eines Vertrags, kann theoretisch öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Vertrag sein, unter Umständen vielleicht nur in Anführungsstrichen ein vertragsähnliches Geschäft. Der zweite Punkt, die Veranlassung des Geschäfts erfolgt durch den öffentlichen Auftraggeber, durch den Staat, durch das Gemeinwesen. Es sind öffentliche Interessen im Spiel, weil der Staat eigentlich wahrscheinlich per Definition öffentliche Interessen verfolgt. Drittes Kriterium des öffentlichen Auftrags, die kommerzielle Motivation des Leistungserbringers. Hier geht es um ein subjektives Element, also der Beweggrund, die Motivation der Stelle, die etwas leistet, die etwas baut oder die Waren liefert, die ist kommerziell in Natur. Und in der Regel sind das, wie meistens nur beispielhaft steht, sind das eben Bauarbeiten, es ist die Lieferung von Gütern, in der Regel nur bewegliche Güter oder von Dienstleistungen. Und der letzte Punkt, eigentlich schließt wieder an den ersten, das Gemeinwesen bezahlt einem Geld für diese Leistung. Ist also eben ein Leistungsaustausch. Vor diesem Hintergrund werden dann verschiedene Konstellationen diskutiert. Die klassische Situation der vergaberechtsfreien Geschäfte im staatlichen Bereich, das ist die sogenannte Inhouse, das sogenannte Inhouse-Geschäft. Hier geht es darum, dass das Gemeinwesen, der Staat, rechtlich betrachtet, und Juristen sind immer sehr formalistisch, die sehen immer, passiert das innerhalb einer juristischen Person oder sind da andere Personen beteiligt. Die Beschaffung erfolgt eben innerhalb der rechtlichen Organisation, innerhalb der juristischen Person, also bei eigenen Dienststellen. Und hier ist auch die Frage aufgeworfen worden, ist das Gemeinwesen frei, hier zu entscheiden, das tue ich selbst oder das beschaffe ich auf dem Markt? Die Rechtsprechung des Bundesgerichts lautet eben schon so, dass sie sagt, es gibt keinen Anspruch, auch nicht aus der Wirtschaftsfreiheit, dass der Staat gewisse Leistungen extern auf dem Markt besorgt. Er kann frei entscheiden, ob er eine Leistung, ein Gut selbst herstellen will oder dies bei Dritten besorgt. Da ist der Staat grundsätzlich frei. Also der Entscheid make or buy, um das etwas Neudeutsch zu sagen, der steht im Grundsatz im freien Ermessen des Gemeinwesens. Ein Beispiel, das das Zürcher Verwaltungsgericht zu beurteilen hatte, es hat sich die Frage gestellt, darf die Stadt Zürich im Rahmen eines Arbeitsintegrationsprogramms, darf sie selbst kostenlose Särge herstellen, auch dann, wenn sie Dritte damit konkurrenziert? Das Verwaltungsgericht hat die Frage bejaht und hat gesagt, das steht nicht im Widerspruch zur Wirtschaftsfreiheit. Bei dieser Konstellation kann man sich die Frage stellen, sind jetzt die Merkmale des öffentlichen Auftrags erfüllt? Ich persönlich neige zur Ansicht, dass hier eigentlich überhaupt kein Auftrag vorliegt. Es gibt verschiedene Gründe oder verschiedene Fragezeichen, die man setzen kann. In der Regel liegt sicher kein Vertrag im rechtlichen Sinn vor, weil es um einen Vorgang innerhalb einer juristischen Person geht. Man könnte allenfalls einen vertragsähnlichen Geschäft unter Umständen denken, so in der NPM-Terminologie, also ein Kontrakt, ein Leistungsauftrag, hausintern, das könnte man vielleicht konstruieren. Aber zudem, in der Regel mangelt es wahrscheinlich auch an Geld, weil sich das möglicherweise gibt es in der Buchhaltung eine interne Verrechnung, aber ein Entgelt wird eigentlich nicht bezahlt. Und das kommerzielle Motiv der unterstellten Dienststelle, das darf man wahrscheinlich auch in Frage stellen. Das ist aber eigentlich der klassische Fall. Hier besteht eigentlich weitestgehend Einigkeit darin, dass hier Vergaberecht keine Anwendung findet. Man hat dann
die These von sogenannten Quasi-Inhouse-Geschäften entwickelt. Hier passiert das rechtlich betrachtet nicht mehr in-house, also nicht mehr innerhalb der juristischen Partei, der juristischen Person, Gemeinwesen oder Staat, sondern die Beschaffung erfolgt bei einer anderen Person, also bei einem rechtlich selbstständigen Dritten. Immerhin aber ist diese Person sozusagen in einer besonderen strukturellen Nähe zur Beschaffungsstelle. Der Europäische Gerichtshof hat im berühmten Fall Tecal, das war eine Situation in der Emilia-Romagna in Italien, hat er eigentlich diese Rechtsprechung geprägt. Er hat zwei Kriterien hervorgehoben, nämlich auf der einen Seite das Kontrollerfordernis. Er hat gesagt, ein quasi in-house Geschäft wird dann vor, wenn der öffentliche Auftraggeber eine öffentliche Kontrolle über den Leistungserbringer hat, die vergleichbar ist mit der Kontrolle über die eigene Dienststelle, also gewissermaßen die aufsichtsrechtlichen Befugnisse beibehält. Das zweite, ein Tätigkeitserfordernis, der Leistungserbringer darf nicht beliebigen Umfang auf dem öffentlichen Markt tätig sein, sondern er muss im Wesentlichen für den Auftraggeber tätig sein. In diesem Entscheid Tecal hat das Gericht allerdings diese Kriterien mehr oder weniger in einem Obiterdiktum in einem einzigen Satz erwähnt, ohne das groß auszuführen. Die Praxis ist dann in einer langen Reihe von Entscheiden in verschiedener Hinsicht präzisiert worden, teilweise auch etwas modifiziert worden. Im berühmten Fall Halle hat der Europäische Gerichtshof beispielsweise gesagt, jede noch so kleine private Beteiligung am Leistungserbringer schließt eine quasi In-house-Vergabe aus. Dazu musste sich der Gerichtshof im Fall Tecal noch gar nicht äußern, weil da war klar, das war eine zu 100% beherrschte Tochter eines Gemeinwesens. Und ich meine auch zu erkennen, dass in diesen weiteren Entscheiden des Gerichtshofs dann der Fokus eher auf dem Aspekt der Wettbewerbsteilnahme liegt. Eben das Gericht hat wiederholt betont, wenn schon nur eine ganz minimale Beteiligung privater besteht an einem Unternehmen, dann sind eben Privatinteressen im Spiel. Und dann schließt das eigentlich aus, dass ein Auftrag vergaberechtsfrei erteilt werden kann. Der dritte Fall, das sogenannte Instant-Geschäft, ist wahrscheinlich jetzt das jüngste Kind dieser Praxis. Hier geht es auch wie beim Quasi-Inhouse-Geschäft um Beschaffung bei einem anderen öffentlichen Auftraggeber. Es ist aber weder ein Inhouse- noch ein Quasi-Inhouse-Geschäft. Es gibt nämlich keine Kontrolle, oder jedenfalls nicht unbedingt eine Kontrolle, des Auftraggebers über den Leistungserbringer. Es sind staatliche Gemeinwesen unter sich, die grundsätzlich gleichberechtigt sind. Die Diskussion in Europa ist eigentlich lanciert worden mit dem Urteil Stadtreinigung Hamburg des Europäischen Gerichtshofs. Da haben ein paar Landkreise an der Stadt Hamburg Aufgaben im Bereich der Abfallentsorgung übertragen. In diesem Entscheid ging, dass der Europäische Gerichtshof eigentlich von einer umfassenden Freiheit der vergabefreien Aufträge im staatlichen Bereich aus. So, im Tenor hat das Gericht eigentlich das Konzept vertreten, immer wenn sich etwas im Bereich des Öffentlichen, des Staatlichen bewegt und sich darauf beschränkt, dann ist das vergaberechtsfrei, unabhängig davon, ob jetzt ein Player oder 10 verschiedene Player betroffen sind oder beteiligt sind, einfach immer unter der Voraussetzung, es sind rein staatliche Gemeinwesen. Auch hier hat sich später die Praxis dann etwas modifiziert. Vielleicht zwei Leitsätze aus dem Urteil Stadtreinigung Hamburg. Hier hat eben der Europäische Gerichtshof hervorgehoben, dass es sich ausschließlich um öffentliche Stellen ohne jede Beteiligung privater, um ein Geschäft unter solchen Beteiligten gehen muss. Der Gerichtshof hat hier nochmal betont, der Staat ist eigentlich frei im Entscheid, durch das mit eigenen Mitteln oder durch das in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen.
Also der zweite Not, die zweite Notherforderung, eine Passage sagt im Wesentlichen, die Eigenerstellung ist eigentlich gleich zu behandeln wie die Beschaffung bei einem anderen staatlichen Akteur. Diese Praxis hat sich dann, wie erwähnt, etwas modifiziert in der EU-Vergaberichtlinie dann von 2014. Sind Voraussetzungen für diese sogenannte In-State-Vergabe formuliert worden. Hier steht jetzt beispielsweise, der Vertrag, der in Frage steht, muss eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten öffentlichen Auftraggebern betreffen. Also es geht nicht um den einseitigen Bezug nur des einen Gemeinwesens zum anderen, sondern es braucht eigentlich Beiträge beider Beteiligten oder aller Beteiligten. Es geht um die Erreichung gemeinsamer Ziele. Das ist eine Verschärfung der Praxis. Mehr oder weniger unverändert wäre hier Buchstabe B, die Zusammenarbeit muss im öffentlichen Interesse erfolgen und dem öffentlichen Interesse dienen. Man hat dann versucht, die Frage der Tätigkeit auch zu quantifizieren, hat gesagt, also wenn es weniger als 20% sind, die zusätzlich noch durch die Leistungserbringer auf dem offenen Markt erbracht werden, dann schadet das noch nicht unbedingt. Es steht eine Qualifikation als In-State-Vergabe noch nicht entgegen, also eine bestimmte eigentlich Wettbewerbstätigkeit wird hier in beschränktem Ausmaß im Ergebnis zugelassen. Wir haben in der Schweiz kaum, bisher keine gesetzlichen Grundlagen, kaum eine Rechtsprechung. Hier hat sich vor allem die Lehre mit In-State-Geschäften befasst, unter anderem Martin Baylor in seiner Habilitation. Der Tenor lautet eigentlich wie folgt: Es darf keine Wettbewerbstätigkeit des öffentlichen Leistungserbringers geben, also des beauftragten Kantons oder der beauftragten Nachbargemeinde. Diese Wettbewerbstätigkeit, die kann sich etwa darin äußern, dass eine Gemeinde an einem Vergabeverfahren auf der Bieterseite teilnimmt oder sich bewegt um einen Auftrag, dann betritt sie eben den, das Feld des Marktes. Das geht nicht. Aber es darf zusätzlich auch keine kommerzielle Motivation sein. Das heißt, wenn nachgewiesen werden könnte, dass das Gemeinwesen eben gute Geschäfte machen will, dann stünde das einer In-State-Vergabe entgegen. Heißt aber nicht, dass wirtschaftlich begründete Kosten gewissermaßen Selbstkosten für eine bestimmte Leistung verrechnet werden dürfen. Also wirtschaftliches Handeln per se heißt noch nicht unbedingt, es ist eine Wettbewerbstätigkeit, weil der Staat ist auch aufgrund des Finanzhaushaltsrechts gehalten, wirtschaftlich zu handeln, mit seinen Mitteln wirtschaftlich umzugehen, das schadet nicht. Und es schadet auch nicht, wenn der Staat Leistungen erbringt, die ebenso gut Private erbringen könnten. Immer vorausgesetzt, er konkurrenziert nicht direkt die Privaten auf dem Markt. Aber es gibt eine Art mögliche Systemkonkurrenz, indem eben die Stadt Zürich Särge produziert, die auch in einer privaten Schreinerei hergestellt werden könnte. Der Vernehmlassungsentwurf für die IFÖB hat jetzt versucht, diese Konstellationen zu kodifizieren. Sie sehen hier die Beispiele B bis C. Also eine Umschreibung der In-State-Vergabe, eine Umschreibung In-House, Buchstabe C und D dann quasi In-House. Das entspricht in etwa, würde ich meinen, dem heutigen Stand auch der Lehre. Also wenn ich ein Fazit erzielen würde, würde ich sagen, das Gemeinsame, das Verbindende ist eigentlich immer das Kriterium der Wettbewerbsneutralität. Das sind die beiden Themen, die schon angesprochen worden sind von den Vorrednern. Hier ein Zitat von Martin Baylor aus seiner Habilitation. Er stellt das ganz an den Anfang seiner Überlegungen zum objektiven Geltungsbereich. Er sagt, das Vergaberecht ist überall da nicht anwendbar, wo ein Geschäft den Wettbewerb nicht berührt, sondern sich außerhalb des Wirtschaftssystems und damit höchstens in Systemkonkurrenz zwischen Staat und Wirtschaft abspielt. Also eigentlich im Kern geht es hier um eine theologische Auslegung des Vergaberechts, das eben den Wettbewerb unter anderem will. Und ich glaube, mit dieser Leitlinie könnten wir eigentlich einige
Probleme praktisch lösen, auch wenn bislang kaum eine Gerichtspraxis, jedenfalls keine klare zu diesen Fragen besteht. Die Orientierung an der europäischen Rechtsentwicklung ist wahrscheinlich in dieser Situation hilfreich, weil wir eben wenig andere Anhaltspunkte für Regelungen haben, weil sich eben auch die Regelungen inhaltlich weitgehend decken. Immerhin die Kodifikation in der revidierten IFO ist geplant. Mit Blick auf die Zukunft, ich glaube dennoch, eine ganze Reihe von Fragen sind noch offen. Ich habe mir hier nur beispielhaft ein paar Fragen aufgeschrieben. In der Lehre wird beispielsweise vertreten, dass jede Markttätigkeit einer Dienststelle schon eine Inhaltsvergabe ausschließt. Also wenn, sagen wir etwas, der Kanton Bern bei einem Amt etwas bestellt, wenn dieses Amt irgendeinmal am Wettbewerb aufgetreten ist, dann wäre eine vergaberechtsfreie Inhaltsvergabe nicht mehr zulässig. Ich halte das persönlich für sehr streng, bin nicht so sicher und wäre gespannt, was hier ein Gericht entscheiden würde. Bei den Quasi-Inhouse-Geschäften stellt sich zum Beispiel die Frage, wie steht es, wenn jetzt mehrere öffentliche Auftraggeber gemeinsam einen Verein gründen, Kantone gründen einen Verein im Bereich des E-Government oder was auch immer. Tendenziell ist man hier einigermaßen großzügig, aber da stellen sich unter Umständen auch Fragen, vor allem auch dann, wenn Tochtergesellschaften und gewissermaßen noch Enkelgesellschaften dann vorliegen, also indirekte Kontrollen nötig oder erforderlich sind. Ob für ein In-State-Geschäft wirklich ein Leistungsaustausch, eine eigentliche Kooperation verlangt werden muss, wie das die europäische Richtlinie verlangt, das ist für mich auch etwas offen. Die Schweizer Lehre geht tendenziell eher davon aus, dass man hier etwas großzügiger sein darf. Und schließlich noch der letzte Punkt, ob eben dann diese drei jetzt beispielhaft dargestellten Konstellationen die einzigen bleiben, das wird die Zukunft zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es plötzlich noch unerwartete andere Situationen gibt, die wir aber vielleicht mit dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität dann eben auch einigermaßen im Begriff bekommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Friedrich. Und ich glaube, die drei Ausführungen haben gezeigt, dass sie gut zusammenpassen, nämlich unterschiedliche Aspekte von sehr zentralen Fragen in der öffentlichen Beschaffung adressieren. Und von allen drei Referenten hat es Querbezüge gehabt zu den anderen. Wir haben 11 bis 12 Minuten Zeit, noch die Diskussion zu vertiefen, die Punkte, bei den Punkten nachzuhaken, die Fragen offen gelassen haben oder zu widersprechen. Und wir haben bereits die erste Frage. Sprecht einfach laut, ich glaube, es ist einfacher, als da mit Mikrofons rumzureden. Besten Dank für die Anregung, das selbstverständlich laut. Friedrich, ich richte mich an Sie, Herr Friedrich, als letzter Referent. Sie haben das sehr spannend dargelegt. Besten Dank fürs Auseinanderlegen. Ein Punkt ist mir offen geblieben, die sogenannte verpönte fiskalische Marktwirtschaft des Staates. Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wenn ich zum Beispiel als, sage ich mal, Stadt A, B oder C sage, okay, ich baue alles auf, ein Rechenzentrum, finanziere das mit läppischen 1,5 Millionen Steuergeldern und dann biete ich die Dienstleistung den umliegenden Gemeinden an, in der Hoffnung, meine Investitionen möglichst einfach und möglichst schnell natürlich wieder herauszuholen. Also, ohne einen konkreten Fall im Auge zu haben, es gibt davon mindestens ein Dutzend in der Schweiz, wie würden Sie das jetzt im Moment klassifizieren? Wo zieht man die Grenze zwischen Randnutzung? Oder? Ich kann jetzt 10 mal 150.000 von den umliegenden Gemeinden verlangen und dann habe ich meine 1,5 Millionen wieder drin. Oder ich sage, ja nein, das ist jetzt wirklich verpönte fiskalische Marktwirtschaft, das will eigentlich das Gesetz, der Gesetzgeber nicht. Also ich bin nicht ganz sicher, ob sich die Frage wirklich an mich richtet. Also Herr Professor Schlauri könnte vielleicht dazu auch etwas sagen. Ich glaube, es gibt eben zwei Aspekte. Das eine ist die Zulässigkeit einer solchen Tätigkeit, das andere ist dann die vergaberechtliche Beurteilung des Rechtsgeschäfts mit den Gemeinden. Und das Problem sehe ich jetzt, würde ich sagen,
eher im ersten Punkt, oder? Also ist es überhaupt zulässig, dass eben ein Gemeinwesen gewissermaßen mit Präsubventionen arbeitet? So habe ich Ihr Beispiel verstanden. Ja. Ja. Ja, also, wir haben es eigentlich primär aus Perspektive Legalitätsprinzip angeschaut, das Ganze. Braucht man, kann man es einfach so tun und braucht ein Gesetz. Und wenn man sich so die Voraussetzungen anschaut für eben eine solche Randnutzung, also die Idee ist ja immer, dass man irgendwie brachliegende Kapazität irgendwie noch nutzen kann. Und wenn Sie natürlich von vornherein ein Produkt erstellen und hoffen, dass Sie dann irgendwie 50%, 80% der Leistung des echten Zentrums vielleicht die da zur Verfügung gestellt wird, an Dritte anbieten können, ist das möglicherweise nicht mehr unbedingt eine Randnutzung im Sinne des Erfinders. Und ja, also es sollte auch nicht auf Dauer angelegt sein, wenn man die Idee anschaut, die Nutzung durch den Dritten. Dann das sachliche Zusammenhang zur Haupttätigkeit, okay, kann man sagen, wenn Sie ein Rechenzentrum brauchen, dann stellen Sie daran zur Verfügung und haben Sie den Zusammenhang. Aber es ist schon für mich also die Frage, der Begriff Randnutzung heißt, dass es nur am Rand genutzt wird. Und da würde ich, das würde ich eher ein bisschen kritisch sehen. Auch das andere ist natürlich dann schon, dass die vergaberechtliche Perspektive, also wenn ich sie richtig verstanden habe, in-state, also wenn es innerhalb der öffentlichen Hand bleibt, sollte es eigentlich kein Problem sein. Man kann den Sachverhalt auch noch etwas weiterspinnen. Ich kenne so die Erfahrungen, die es braucht, um verschiedene öffentliche Hände zu einer öffentlichen Hand für ein bestimmtes Projekt zusammenzubringen. Das ist eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Und in Ihrem Beispiel könnte man ja sagen, die Stadt Zürich geht dem aus dem Weg, indem sie zuerst mal baut und dann mit den Gemeinden zusammenarbeitet, anstatt dass sie, immer fiktiv, anstatt dass sie einen RZ-Verein der öffentlichen Hand des Kantons Zürich gründet, die dann gemeinsam das entsprechende Projekt durchziehen, und da steht keine Frage mehr. Offenbar. Also die Konstellationen und die Praxis und so weiter, das ist immer wieder spannend. Ja, wie beurteilen Sie folgende Situation? Mehrere Kantone schließen sich zusammen, um in einem Bereich, der kantonale Hoheit hat, aber Bundesrecht vollzieht, eine gemeinsame Softwarelösung zu entwickeln. Ein Kanton macht federführend die öffentliche Ausschreibung und erteilt die Aufträge und handelt das Ganze, die anderen zahlen einfach Beiträge. Und jetzt stößt ein weiterer Kanton dazu. Der will sich einkaufen und geht dann Verträge ein, dass er künftig sich an der Weiterentwicklung und der Wartung beteiligt. Es geht um die Einkaufssumme jetzt, die liegt über dem Schwellenwert. Wie qualifizieren Sie das? Das ist ein Inside-Geschäft. Herr Friedrichs? Also, tendenziell würde ich sagen, wahrscheinlich ja, also wenn die Einkaufssumme wirtschaftlich begründet ist. Oder? Wenn wir sagen, wenn wir annehmen müssten, man wäre dann noch gewissermaßen also mit gewerblicher Absicht Gewinn erwirtschaften, wäre es ein Problem. Aber wenn wir davon ausgehen können, dass die Einkaufssumme einfach tatsächlich dem Aufwand entspricht, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, das nicht als In-State-Geschäft zu behandeln. Dann Herr Aber hört da aufmerksam zu, er ist Projektleiter Re-Operations Schweiz, dass das Gefäß bilden sollte für beratige Zusammenarbeit. Andere Fragen? Ja, danke. Meine Frage richtet sich an Herrn Schlauri. Wie ich Sie verstanden habe, braucht es keine gesetzliche Grundlage für die Freigabe von OSS, wenn der Staat selbst ein Interesse an der Freigabe hat, also die Weiterentwicklung eigentlich anstrebt. Oder den Austausch mit der Community. Jetzt habe ich aber so verstanden, dass die politischen Vorstöße, die eingereicht wurden und die zu beantworten sind, eigentlich eine Freigabe nicht aus dieser Motivation heraus fordern, sondern weil sie sagen, das ist mit Steuergeld finanziert, die Software, also soll sie der Allgemeinheit auch wieder zugutekommen. Was sagen Sie dazu? Braucht es jetzt hier eine gesetzliche Grundlage? Denn da ist die Motivation eine andere. Aus meiner Sicht grundsätzlich ja. Man muss die einzelnen Fälle anschauen. Es gibt Situationen, wo Sie bei der gesetzlichen Grundlage die Antworten reduzieren, also eben nur eine Verordnungsgrundlage brauchen und nicht ein formelles Gesetz. Aber das war so ein bisschen e contrario, das ist dagegen unseres Gutachtens. Also wenn die Motivation nicht
aus dem Staat selbst herauskommt, dass man die Software verbessern will, etc., dann brauchen sie das. Wobei in der Regel wird es dazu führen, wenn man eben so einen Vorstoß hat, dass am Schluss ein Gesetz da ist, das zum Beispiel sagt, die öffentliche Hand, wenn sie Software entwickelt, soll diese grundsätzlich freigeben. Und dann haben sie natürlich diese gesetzliche Grundlage genau geschaffen. Das wäre dann die Idee. Es hat auch ein gewisses unternehmerisches Risiko dabei, wie glaube ich das Beispiel Bundesgericht zeigt. Man setzte dort durchaus darauf, dass man eine Community aufbauen könne, die dann gemeinsam die Software weiterentwickelt oder Teile davon. Ich glaube, das hat dann nicht voll zugeschlagen. In dem Sinne ist man dann bei der Motivation stehen geblieben, etwas unglücklich. Und das ist dann natürlich mit einem gewissen unternehmerischen Risiko verbunden, was aber nicht unbedingt alle anderen Fälle dann ausschließen sollte. Ja. Ich wurde in der Vergangenheit mit der Frage konfrontiert, ob ein Betrieb des Kantons Bern, wenn er die Holzschnitzel beim Staatsforstbetrieb einkauft, das nicht eben auch in einem Vergabeverfahren organisieren müsste. Und der Staatsforst, das ist ein Inhouse-Betrieb, das ist nicht selbstständig. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ja, wenn der seinen Umsatz an Holzschnitzel nicht 20% am Markt teilnimmt, dann ist das in Ordnung, dann ist das für mich Inhouse. Würden Sie diese, das ist eine Vermischung von den Inside-Kriterien mit den Inhouse-Kriterien. Würden Sie dieser Argumentation folgen? Fühlt sich jemand speziell angesprochen? Herr Friedrich hat sicher schon angeschaut. Ja, eben, also vom Inside-Vergaben sprechen wir ja, wenn verschiedene Gemeinwesen beteiligt sind. Das würde ich dann auch diese Konstellation, aber ich würde hier nicht zutreffen, oder? Und eben die Frage Inhouse, für mich ist schon die Frage, welch ist ein wirtschaftliches oder eine Wettbewerbstätigkeit der Dienststelle überhaupt zulässig? Also Martin Beyer in seiner Habilitation sehr streng sagt, wenn die Dienststelle auf dem Markt auch auftritt und andernorts Holzschnitzel leisten kann, gibt es keine vergabefreie Inhouse-Vergabe. Wenn ich aber jetzt den Maßstab nehme, dass in anderen Geschäften die Rede von 20% ist, die noch drin liegt, oder würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich keinen Grund, in dieser Konstellation streng zu sein. Also von daher spricht wohl einiges dafür, dass man sagt, es muss im Wesentlichen für das eigene Gemeinwesen sein, wenn es bis 20% auf dem Markt dann noch ist, dann schadet es nicht. Das wäre ein mögliches Ergebnis. Aber es ist wahrscheinlich etwas Spekulation, die hier ein Gericht entscheiden würde. Aber mir scheint das nicht zum Vornherein abwegig zu sein, eine solche Einschätzung. Kartellrechtlich wird genickt. Ja, es ist jetzt nicht eine kartellrechtliche Frage, sondern es stimmt Ihnen eigentlich zu. Es ergibt sich auch ein bisschen aus der Sicht der WEKO, dass sie im Zusammenhang mit dem E-Government-Vorhaben gesagt hat. Die 80-20-Regel, die scheint sich offenbar ein bisschen aus der europäischen Rechtsprechung zu ergeben. Ja, das ist spannend, wir sind im Haus Hillstate. Ich habe eine Frage an Herrn Friedrich. Also ich bin aus der Schaffungsrecht eher skeptisch. Es sind ja Privilegien in dubio contra, also eine Vorliegen eines solches Privilegs. Ich hatte eine Konstellation zu beurteilen, es ging um ein Universitätsinstitut, der gesetzliche Leistungsauftragsleistung an Private vor, also wissenschaftlicher Austausch mit Privaten, vor allem auch größeren Unternehmen. Und wir haben ja bekannt das Kontrollerfordernis und das Tätigkeitserfordernis nach dieser Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und keine Privatbeteiligung am Eigenkapital, das kann man meistens schnell bejahen oder verneinen, aber wir haben dort die Konstellation, dass eigentlich der gesetzliche Auftrag eben vorsah, ist jetzt uns auch für Private zu forschen oder für die Gelder einzunehmen und diese Privaten, die ich auch gesponsert haben, die Tätigkeit des Instituts mit namhaften Beträgen und dass eigentlich die Einnahmen, also zu mehr als einem Drittel von Privaten stammen, dieses Instituts auch unter anderem durch Sponsoring. Wie sehen Sie dann dort eine Vergabe an solch ein Institut? Sehen Sie das noch als Quasi-Inhouse? Weil irgendwo die Wettbewerbsneutralität, da gehe ich mit Ihnen ganz klar ein, das ist ja der Hintergedanke, das ist ein Institut und irgendwie de facto ist die nicht mehr gewährleistet, wenn ich solche Abhängigkeiten habe. Als Institutsvorsteher beispielsweise. Ja, ein möglicher
wachsender Widerspruch von politischen Absichten. Also ich halte das auch nicht für unproblematisch. Also der Europäische Gerichtshof hat für ein Beispiel Stadtreinigung Hamburg eben auch explizit gesagt, es steht auf der Weg, das ist nicht vorgesehen, oder eben also, es bleibt im Bereich der staatlichen. Und unter dieser Prämisse hat der Gerichtshof gesagt, ist es eine vergaberechtsfreie Estate-Vergabe. Und eben auch, wenn wir jetzt das, ich habe ja ein bisschen die These vertreten, das wesentliche Kriterium müsste die Wettbewerbstätigkeit sein. Und wenn wir faktisch von einem Auftritt auf den Markt ausgehen müssen, oder, dann würde das eine vergaberechtsfreie Vergabe auch. Also die Unterstellung begründet unter das Vergaberecht, oder? Es geht hier jetzt etwas um etwas anderes, es geht eigentlich um die Kontrolle. Kontrolle durch Subventionierung, durch konkreten Verdächtigen, also große Firmen, also Siemens, da ist ein Millionenbetrag, da ein Millionenbetrag. Dann ist man doch, man kann de jure noch kontrolliert sein, ich weiß, es heißt dann eine de jure Kontrolle, de facto gerät man in eine Abhängigkeit von Privaten und das ist nicht mehr 100%, sag ich mal, unterstellig gewährleistet, dass man gesetzlichen Auftrag sauber führt oder nicht so durch dieses Gesetz geführt. Und dort habe ich ein Problem, sicher ein Problem mit Wettbewerbsneutralität, oder auch eben mit Unabhängigkeit. Also ich glaube, das kommt hinzu. Und wir fragen das eben auch nach, jetzt in unserer Praxis, wie werden sie finanziert, in welchem Ausmaß, wie sind die Abhängigkeiten, wir fragen das auch nach. Einfach, ich schaue vielleicht die Praxis nicht, aber ich könnte jetzt nicht sagen, für mich sind eben Fragen im Bereich der Kontrolle wirklich offen. Ja, also ich kann das nicht beurteilen, vielleicht, ich weiß nicht, der Christoph Jürgen kann vielleicht etwas dazu sagen, aber mir scheint das nicht abwegig, dass eben man hier sagen kann, es ist nicht mehr die Kontrolle, die nur über eine eigene Dienststelle, über die man aufsichtsrechtliche Befugnisse ausüben kann. Oder? Wir haben es bei uns so, wir sind Touristen, keine Polizisten und in dubio eben, sind sehr vorsichtig, sehr schwierig, im Einzelfall zu beurteilen. Wahrscheinlich braucht es noch einen gewissen Zusammenhang zwischen der Kontrolle und dem Beschaffungswesen. Weil ich glaube, Ihr Beispiel zieht eher darauf ab, dass andere Abhängigkeiten bestehen. Und das Kontrolle ein weiteres Votum? Vielleicht darf ich ergänzen, Uli Kredit hat mich angesprochen. Ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, dass das Kontrollvotum ist in der EU, Rechtsprechung verneint wird, sobald ein Franken Privatkapital drin ist an der betreffenden Organisation, das würde auch Ihrem Motto entsprechen, also dass das dann kein Privileg mehr ist für den Inhaltsbefragten, sobald privates Kapital aufbringt. Aber das ist dann Beteiligung an der juristischen Person, genau. Oder wie es zu dem oder Sponsoring ist, für mich ist das etwas offen, ich kann die Frage. Ja, wobei, ja, okay, ist eine Parallele natürlich. Ja. Wir reden aus. Es hat da schon bereits einiges an Diskussionsstoff, das man weiterführen kann. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie das weiterführen, zusammen mit etwas Kaffee, Wasser oder was auch immer. Denn jetzt steht ansonsten die Pause an. Wenn noch eine dringende Frage jetzt gerade hier zwingend aktuell wäre, dann stünde da noch ein kleiner Moment zur Verfügung, aber ich glaube, das ist nicht der Fall und es bleibt mir zwei Kreisen ganz herzlich zu danken, nämlich den drei Referenten, die uns mit zusätzlichem Wissen beglückt haben und die Diskussion zeigt, dass auch die Nachfrage danach bestanden hat. Herzlichen Dank den Referenten und natürlich dem aufmerksamen Publikum, das auch bereit war zu interagieren. Herzlichen Dank. Die Veranstaltung geht weiter.